willkommen im Azubistro. Wir dürfen Sie begrüßen zu der Lesung mit Bettina Belitz, Maria Franziska Löhr und dem Herrn Müse-Lorenz. Entschuldigung, jetzt doch die Aufregung. Ganz kurz zum Ablauf. Frau Belitz wird uns jetzt aus Scherbenmund vorlesen, worauf viele gewartet haben. Wir sind schon ganz gespannt. Sie haben später die tolle Möglichkeit, das neue Cover zu sehen und auch natürlich die Frau Belitz mit Fragen zu löchern. Gut, dann legen wir gleich los. Ich freue mich, dass der Laden so voll geworden ist, dass so viele Leute gekommen sind, um mir zu lauschen. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Erwartungen erfüllen kann, die jetzt ja doch auf gewisse Weise da sind bei dem zweiten Band einer Trilogie. Bevor ich jetzt aber zu Scherbenmond komme, möchte ich noch ein paar Sätze zu Splitterherz sagen, für diejenigen, die vielleicht den Inhalt nicht mehr so genau in Erinnerung haben oder es noch gar nicht gelesen haben, damit man auch versteht, worum es überhaupt geht in der Geschichte. In Splitterherz hat die 17-jährige Ellie, die ein Jahr vor ihrem Abitur unfreiwillig aufs Land umziehen musste, aus der Großstadt, sich ja in Colin verliebt. Colin, den unnahbaren und auch sehr arroganten Fremden, der ein Geheimnis mit sich herumträgt, das hat sie sofort gemerkt, aber es hat eine Weile gedauert, wie sie diesem Geheimnis auf die Spur gekommen ist. Colin ist ein traumräuberischer Nachtmahr, das heißt, er ist für seine Ernährung auf die Träume, die schönen Gefühle und die Erinnerungen von anderen Wesen angewiesen. In seinem Falle sind es inzwischen die Träume von Tieren. Er hat sich also von den Menschen wegspezialisiert, denn er hegt den großen Wunsch, wie ein Mensch zu leben, was ihm mehr oder weniger gelingt. Das Tragische hinter Colin ist und auch hinter dieser ganzen Liebesgeschichte von Ellie und Colin, dass an ihn ein Fluch gekoppelt ist. Der Ma, der ihn erschaffen hat, eine Frau, Tessa, kann ihn immer genau dann wittern und ihn heimsuchen, was er natürlich nicht möchte, wenn er glücklich ist. Und das ist man ja meistens, wenn man Freunde findet oder sich, wie im Fall von Ellie und Colin, verliebt. Und das wiederum ist eine große Gefahr auch für Ellie, wenn sie sich in seiner Nähe befindet. Was Ellie nicht geahnt hat bei der ganzen Sache ist, dass auch ihre Familie in die Welt der Nachtmahre verstrickt ist. Ihr Vater nämlich ist einst von einem Nachbar angefallen worden in der Karibik. Und dieser Nachtmahr war so ausgehungert, dass er Leo verwandeln wollte und auf seine Seite ziehen. Es ist ihm aber nicht gelungen. Leo konnte sich losreißen und konnte fliehen und ist somit halb Mensch, halb Nachtmahr. Er kann als Mensch leben, er kann sich auch einigermaßen als Mensch ernähren. Aber er hat auch andere Eigenschaften bekommen mit der Zeit, die nicht so ganz normal sind. Und auch das hat Ellie vorher nicht gewusst. Das ist natürlich auch ein Schock, das zu erfahren. Ja, wer Splitterherz gelesen hat, weiß, dass es nicht unbedingt ein Happy End hatte. Also ich habe auch einige Leserinnen wohl dazu Tränen gerührt. Das tut mir immer ein bisschen leid, wenn ich das höre. Ich weiß ja, wie es weitergeht. Es ist aber ja ein hoffnungsschimmernder Abschluss. Das muss man ja sagen. Also Colin lässt ja offen jetzt, ob sie sich wiedersehen oder nicht. Aber die Ausgangssituation für Scherbenmond ist nicht so rosa-rot, denn Ellie ist alleine, Colin ist ja geflohen und sie hat einen sehr harten Winter hinter sich gebracht. Also sie hat ihn natürlich furchtbar vermisst, aber es wurde auch gar nicht mehr über diese ganze Geschichte geredet. Ihre Eltern haben das totgeschwiegen und sie fängt fast schon an ihren eigenen Erinnerungen zu zweifeln und daran, was alles geschehen ist im Sommer. Eines Tages bekommt sie dann Ablenkung in Form eines weniger schönen Ereignisses. Ihr Vater ist verschwunden. Es war ja schon in Splitterherz so, dass Leo ab und zu mal zu Konferenzen verschwindet. Es hat irgendwas mit den Nachtmahren zu tun, denn Leo hat beschlossen, das Schlechte, das ihm widerfahren ist, in etwas Gutes zu verwandeln. Er ist ja Psychiater und er versucht, die Fähigkeiten der Nachtmahre eben für die Heilung von kranken Menschen zu gewinnen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Diesmal ist es wirklich so, dass er zu lange weg ist. Also zu lange, als dass man sich keine Sorgen machen könnte. Und schließlich spricht die Mia, also die Mutter von der Ellie, das auch aus und sagt,